Damit dann noch bei YouTube. Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Glitch New Horizons mit mir, die Niemzlein. Zur lieben Blue Jenny. Hallöchen. Dem lieben Marek. Ja, moin. Und dem lieben Flame. Hallo. Ja, wir haben jetzt uns entschlossen, wir machen eine kleine Vorbereitungsfolge. Weil wegen ein bisschen Folgen vorbereiten und sowas und da wir doch ein bisschen mehr machen mussten. Bedeutet im Endeffekt, wir versuchen keine Quests zu triggern. Und ja, müssen halt Unmengen an Zeug verarbeiten. Warum ist da nicht einer zu viel drin? So, und Flame darf mir nämlich dabei helfen. Er hat die Ehre. Gut, Flame. Was, dass ich Ehre hab. Was mit dir? Flame, ich brauche... vier Stacks SMD-Resistoren. Machst du aus Carbon und Electrum-Wire. So, genau, also Capacitor, Fine Red Alloy Wire habe ich, glaube ich, jetzt alles zusammen. Resistoren macht Flame, das heißt, ich brauche ein Stack CPUs. Wie weit ist er hier? Ein. Kann man nicht, haben wir kein Tantalium mehr? Oder kann man da noch was, da hat jemand was getriggert. Ja, das war aber klar, dass das triggert. Die SMD-Resistoren. Kannst du gar nicht aus Tantalum. Ah, doch. Wird so viel. Ich würde einfach die normalen feinen Elektrum-Wire nehmen. Warum? Weil wir Tantalum erst verarbeiten können, sobald wir den, hier, Vakuumfreezer haben. Okay. Ah, ja, okay. Außer du möchtest den jetzt bauen, also ich will dich nicht davon abhalten. Bist entschuldigt. So. Nochmal wieder ein bisschen Eisen durchjagen. So, dann haben wir mal wieder 500 Eisen. Ja, ich bin ja gleich fertig. Wobei, nein, ich bin da gar nicht fertig eigentlich. Shit. Ja gut. Du bist nicht da. Passt. Was? Nichts, nichts. Was getan? Ich muss nämlich einen ganzen Haufen Transistoren bauen. Ja. Kapazitäten haben wir, glaube ich, viel zu viele jetzt danach. Ja, dann nehme ich die erstmal wieder weg. Ich will jetzt nicht unnötig viel verbrauchen. So. Genau, die Resistoren sind da oben schon drin. Was auch immer das hier für ein Goldvorkommen war, wo gerade nur zwei Gold drin war. Ach, wir haben zu wenig Gold. Oh nein. Okay, wir haben aber Gold, aber ich dachte mir, komm, die meine auf Gold auf. Das ist sogar wirklich nicht verkehrt. Finde ich auch. Da hast du sogar wirklich mal gut mitgedacht. Bin stolz auf dich. Ich nicht auf dich. Ja, das weiß ich. Doch. So, was brauche ich noch? Das hab ich, da bist du dran, hab ich, bin ich dran, hab ich. Okay, das heißt, ein Stack Plastik-Zirk jetzt brauchen wir jetzt noch. Nein, du. Ist, Flame, erinnerst du dich noch daran, was ich gesagt habe, was ich noch vorbereiten will? Nach dem Sulfuric, nach dem Polyethylen? Nein. Sulfuric Acid. Das brauche ich jetzt tonnenweise. Genial. Sehr gut. Hydrochloric Acid mit Eisen. Jetzt die Frage, wie viel Hydrochloric haben wir? So gut wie gar nichts. Na gut. Dann nehme ich den anderen Weg.
Boah, die brauchen alle die Boards. Das heißt, ein Stack, halben Stack. Nein, dann mache ich zwei Stacks von den Dingern. So, wie macht man das? Ja, noch mehr Sulfuric Acid. Ja. Ich würde mal sagen, ich brauche jede Menge Sulfuric Acid. Shit. Wo ist es denn? Ah, wobei, nee, wir haben jetzt ja den Reaktor. Hihi. Ich habe es gefunden. Machen wir mal ein Stack. Wie viel kommen wir dann raus? Auf 1000. Wie viel brauche ich? Das heißt, dafür reicht es. Und Sodiumpersulfat reicht es nicht. Außer natürlich, wir nehmen die Hydrochloric Acid auch noch mit rein. Also ich brauche zwei davon. Mist. So. Hier. Die beiden und gib ihn. Mit Programm 3. Oh, auf HV ist das ja schnell. Ist das angenehm. Juhu. So, die noch wieder da oben rein. Die hier noch raus. Oh, das ist wirklich angenehm. Das war noch zu wenig. Ja, gut, geht einigermaßen. Warte mal, was sagt eigentlich unser... Unser Fuel ist leer. Das überrascht mich ein bisschen. Ich mach mal den Blast Furnace wieder aus. Ja. Der Fuel ist schon was länger leer. Und übrigens, die Kiste über der anderen Kiste ist für Sachen, die irgendwann durchgejagt werden sollen. Nur so nebenbei. Ja. Das ist schlecht. Wir brauchen nämlich einiges an Sprit. Sprit. So, haben wir davon nicht sogar noch was? Ja. Kann ich das auch gleich verarbeiten? Ein Tom war da, Elite. Er ist anscheinend schon wieder weg. Auch nicht. Ja. So in etwa. Er hat Flame nur gesehen und ist panisch wieder weggerannt. Dein Ernst? Was? Irgendwer hat mir hier gerade eine Potion hergeworfen. Und Marek spuckt erstmal Feuer. Ja, kannst du das nicht? Nee, nicht so das wirklich. Das Dach ist aus Holz, hör auf! So, danach muss ich nochmal wieder Oxygen reinhauen. So. Und zwar 4 Stacks. So. Und das muss Programm 1 sein. Boah, das dauert jetzt alles so lange. Na, klasse. Komm, ich guck mal hier, was ich gefunden habe. Ja. 14 Gold. Ja. Okay. Wird verarbeitet.
So, wann lernst du es eigentlich, dass du den Kram hier einfach rüberpacken sollst? Wenn das wichtig wird. Die Impure-Sachen. Das Impure, was hier ist, ist einfach nur stackweise, damit die Kisten ein bisschen leer bleiben. Das ist der einzige Grund, warum das da ist. Finde ich gut. So. Das heißt Chemical Reactor mit Polyethylen-Sheet. Oh nein. Ich glaube, das Polyethylen reicht auch nicht aus. Komm, von allem mehr. Gefühlt ja. So, und top. Ja, mal gucken, wie viel wir da rauskriegen. So, wir gucken, was ich gefunden habe. Ich esse gerade Froschschinken. Oh. Flame? Ja. Hör auf, mir den ganzen Kram immer zuzuschmeißen. Warum denn? Du hast mir gerade schon wieder Gold zugeschmissen. Vermutlich. Habt ihr den Stream ausgemacht? Nein. Nö. Interessant, bei mir steht gerade nur noch ein Zuschauer. Bei mir stehen drei. Bei mir stehen acht. In einem anderen Tab. Das jetzt. So, ich hab... Gold. Hey, brauchst du die? So, ja, wir brauchen eigentlich die ganze Zeit mit unter Gold. Wir können jetzt unter Wasser atmen, das ist schön. Unsichtbar hier? So. Warum auch immer wir hier mittlerweile sämtlichen Schrott drin haben. Wow, die Kisten sind mittlerweile voll. Wie desperate bist du nach Gold, Tobi? Ja. Aber 46 mitgebracht. Ah, okay, das geht sogar einigermaßen. Hätte noch einen goldenen Apfel, wenn du den in den Macerator tust, kriegst du ein Stack Gold raus. Tobi, ich meine nicht als Erz, ich meine als Crushed and Pure. Ja, wir sind auf die Goldquellen ausgegangen. Jetzt stehen sie auf Diamant. Hier ist noch ein Block auf Gold. So. Ja, also tatsächlich brauche ich gar nicht so viel Gold. Flame braucht Gold, weil er die Elektron-Sachen macht. Ich bin ein Loch gefallen. Hilfe, Hilfe. Was ist da drin? So. Was ist da drin, sagt er. Kann ich noch irgendwas anderes nebenbei machen? Das hab ich alles. Da brauch Oha. Ich dann... Oha. Sollst das Gold dann nehmen? So. Yay. Zwei Stacks RAM. Ja. Ja. Dann habe ich das auch zusammen. Oh, die Kiste reicht nicht. Das ist irgendwie traurig. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was wir brauchen. Für zwei IV-Schaltkreise und 12 EV. Sehr gut. Ich glaube, mein Internet geht gerade, gibt gerade den Geist auf. Okay. So, das haben wir alles. Das mache ich schon mit. Das auch. Weil das sind 64. 32. Ich verstehe, ich 16. Haben wollte. Meinst du? Unwahrscheinlich, dass es daran liegt. Wir brauchen mehr RAM-Riegel. Das ist mit der Green Saphir. Also ein ME-System ist halt... Also tatsächlich, das ME-System macht es halt einfach nur deutlich angenehmer. Weil, wie gesagt, kannst du ja nur mal angucken, was für Zwischensachen das alles hat. Ja. Das ME-System ist einfach nur noch... Du speicherst das Rezept ein und drückst auf... Los! Los! Und vor allem, das ist Tier 5, wir müssen bis Tier 9.
Nicht mein Problem. Ich mach die einfachen Sachen. Und die wollen dir noch weitere Tiers hinzufügen. Ja. Ich würde ja gerne weiter zaubern, aber dafür müssten wir ans End. Warum? Kannst du nichts mehr so erforschen, oder? Sehr erforschend schon, aber ich kann so richtig anfangen, wenn wir am End waren. Dann wird die Questreihe auch mit dem Warp und so eingeschaltet. Ach so. Ja, gut, dann wusste ich nicht. Können wir gerne sonst, Kannst du sonst einfach einmal reinspringen und wieder rauskommen, außer du musst ihn besiegen. Nee, ich muss die Quest Visses the End abschließen. This is the End. Ey! You know. Denn? Ja, ich brauch 2 Stacks. Tobi, also hier steht auch beim Headset übrigens 300 ja. Stunden Battery Life. Keine Ahnung, wie die das schaffen, aber. Ah, ne. Hab mich geirrt. Andere Anbieter schaffen irgendwie nur gefühlt 2 Stunden. Ja. Gut, das Alte, was ich hatte, das G9, ach, schlag mich tot. Ich glaube 10 Stunden. Ne. Ja, gut, 10 Stunden ist halt auch schon nicht ohne, davon abgesehen, aber. Nee, das fürs Wochenende reicht das nicht. Normale Menschen gehen zwischendurch aber auch mal raus oder machen was anderes oder gehen einfach mal essen oder ähnliches, wo mal 2-3 Stunden du nicht am Rechner hockst. Hä? Hä? Ja. Also, würde ich sogar euch allen glauben. Also ich bin auch schon das öfter mal aufgestanden, aber wenn ich so die Stunden so online hier ansehe. Du meinst, wenn dir Toilettengeschäft länger dauert, so mal eine halbe Stunde oder so, das meinst du? Geht denn eine halbe Stunde auf Klo? Menschen mit Handys. So. Davon brauche ich 32, dazu. Das heißt 2 Stacks. Das sind 16 mal 8, das heißt nochmal 2 Stacks. Okay. Ich vertrete die Meinung, wer länger als 2 Minuten auf dem Klo braucht, hat ein Problem. Sollte zum Arzt. Na komm, gib mir den dritten auch noch. Außer es sind Menschen, die gehen auf Klo, obwohl sie gar nicht müssen, aber einfach nur denken, vielleicht kann ich ja. Hä? Dann was anderes. Du denkst, oh, jetzt muss ich eine Stunde Auto fahren oder so. Komm, ich geh mal auf Klo. Vielleicht passiert ja was. Dann passiert nichts. Aber du versuchst es. Okay. Nein. Batterien sind leer. Und die Menschen, die einfach denken, oh, ich muss auf Klo, die gehen dann auf Klo. Oh nein. Ja, mein Problem. Uns geht der nicht nur Treibstoff, sondern auch, wie heißt's? Ding jetzt Bummens aus. Batteriespeicher. So. Tobi, aber ich bin noch bei This is the End. So, hier haben wir alles außer die Boards, wenn du mit deinen Resistoren fertig bist. Weiß ich, was da hast, die waren gerade 1000 Lightfuel drin. Okay, das heißt, die Dinger brauche ich noch. Was brauche ich hier noch? Auf den Ohrwurm. Aua. Flame, nimm doch den Kram aus der Wiremill raus. Ja, Flame. Dass sie so schnell voll ist. Ja, das ist unser Bottleneck gerade. Und du lässt es einfach leer laufen. Was denn? Hier hast du noch ein Stack. Brauchst du bestimmt. Was denn? Boah, ist das traurig, ey. Was? Ja, was die Massen, die wir an Zeug da jetzt gleich reinballern müssen. Vor allem, wenn wir alles zusammen haben, kriegen wir wahrscheinlich die Doppelkiste sogar noch voll. Und das ist nur das, was halt der letzte Schritt ist. Laufen die MV-Maschinen hier drin? Schnur per den MV? Batterien? Was? Okay, läuft. Woran lädst du die ganzen Batterien hier drin überhaupt auf? Weil das die einzige Stelle ist, wo wir einen MV-Generator haben, den wir nutzen können aktuell.
Woran du die auflädst, Tobi? An dem Generator, der hier steht. Den Generator. Achtung, cool. So, haben wir irgendwo noch Molten Tin? Nein. Ja, hauen wir mal noch einen Stack rein. Na? Okay. Ach, jetzt. So, wie sieht's hier aus? Immer noch nicht fertig. So. Da brauchte ich 2 Stacks Polyethylen und 8 Stacks Copperfoil. So, Tobi, der ist ja sehr ruhig gestellt. Der braucht so schnell kein neues Öl mehr. Wieso? Diesel? Ja. Na, okay. Das Zetan-Boost aber bitte nicht nehmen. Das Diesel. Brauchen wir für die Rakete. Ganz normale Dieselzellen. Ja. So, was brauche ich dafür? Annihilated Copper. Ich brauche 32 von denen, das heißt 2 Stacks. Ich bekomme jeweils 4 raus. Genau. Das heißt 1 Stack. Nee. 32, also 1 Deck davon brauche ich. Das heißt 8 Annihilated Copper? Ist ja süß. Manchmal 16 draus. Werden wir bestimmt irgendwo noch brauchen. Na los, Sulfuric Acid. Du schaffst das. Ich glaub an dich. So, jetzt haben wir da ein bisschen Light Fuel und einen ziemlich langen Zeitpuffer. So. Ja, das ist gleich durch. Und, übrigens, Marek. Freudig, wenn wir die Schaltkreise mal wirklich anfordern können. Dann siehst du mal, was da an Zeug gebraucht. Wir machen das ja gar nicht. Wir meinen das damit gar nicht mit Autocrafting. Wir wollen ja per Dauercrafting das machen. Shit. Dann sieht man das gar nicht mehr. Oder wir machen beides. Kann man ja auch. Wieso? Du kannst doch in der Queue, kannst du doch trotzdem nachgucken, wenn auch wenn du... Ja, das machst du doch dann mit einer Crafting Card, oder dann geht ja doch trotzdem... Nein, Crafting Card darf man hier nicht benutzen. Wenn du eine Crafting Card hier benutzt, dann kannst du den Server wegschmeißen. Der fragt ununterbrochen, selbst wenn er voll ist, an. Und versucht das Rezept zu berechnen. Und wenn du halt... weitergeordnete Rezepte hast, also beispielsweise, wenn du alles halt für die HV-Schaltkreis anforderst, versucht er halt jede Sekunde aktualisiert der sich, beziehungsweise jeden Tick sogar, wenn sie hier das Update noch nicht drin haben, und versucht das zu berechnen, was braucht er und hat er alles. Also Crafting Cards können wir hier leider komplett wegschmeißen. Das ist so ein bisschen... problematisch, um es mal so zu nennen. So, was brauchen wir für Stahlring Extruder? Haben wir noch ein Stack Stahl? Guck mal, Tobi! Hier! Was denn? Stack Stahl! Ja, ich hol mir von drüben was. Behalte ich einfach mein Stack. Ja, deins ist nicht gut genug. Ich mehr Stacks. Er hat was Besseres für dich, für ihn. Das. Aha. Ich komm grad ist das aus abgezielt, wieder? Flame, oder? Was? Was du da gerade machst? In Assembly? Ja. Das ist abgezielt! Nein, jetzt ernsthaft, hast du es abgezielt, oder? Ich war ansatzweise. Okay, ich hab vergessen, also... wie ich herstellen sollte. Ich mach einfach. Ja. Yeah. Wie viel sollte ich? Vier Stacks. Ach, das reicht. Nein, mir geht's darum, weil ich brauche die Maschine auch. Das ist das Problem da dran.
Wenn du gleich 4 Stacks im Dingen ziehst, dann ist alles fein. Blutmond. Und. Wir haben Blutmond. So. Spawn hier mit Mobs. Dann. Ja, die kommen schon angerannt. Einmal das. Ich brauche einen Hopper. Das tue ich mir jetzt nicht mehr per Hand an alles. So, ich brauchte 2 Stacks von denen. Das heißt noch einen von denen. Die 3 und noch 4. Ich brauche noch eine Kiste. Haben wir irgendwo noch eine Kiste übrig? Ja. So, und nochmal 4. Ja, wunderbar. Und irgendwas läuft hier gerade die ganze Zeit immer wieder kaputt. So, hä? Was ist denn hier leer? Ach, der Sampler, weil ich gerade noch wieder RAM-Riegel immer noch mache. So. Ein Stack. Und ich brauchte 2 Stacks. Das heißt, hier habe ich alles. Hier habe ich auch alles, sobald die fertig sind. Gut. Creeper. Da Polyethylen. Und die brauchen Programm 3. Und das auf MV-Basis. Na klasse. Gut, dann muss ich warten, bis Flame fertig ist. Und ich verteidige weiter das Haus. Oh, jetzt steht bei mir nur noch 2 Leute gucken im Stream. Hi. Denn ich will die Todesstündlich einfordern. So, das habe ich jetzt auch fertig. Dann können die raus und die wieder rein. Ach, kann der Blutmond bitte mal vorbei sein? Habt dann holt mich! So, die 4 Stacks von denen. Das heißt, dafür haben wir alles. Das mache ich gerade. Wow. Flame. Ja. Ich brauche 1 Stack Dioden. Wärst du so nett? Ja. Danke. Oh, hinten brennt's. So. Wo am Haus? Stück brauch. Da wo der Boiler steht. Der Water Wassertank. Hat's gebrannt. Alles fein. Deswegen schalten auch die aus. Ja, nee, du bist ein Wisch. 4 Stacks davon. Boah, dieser Brandtyp ist down. 4 Stacks Blue Alloy Bolts. Ja. Hey, Danny. Der ist eine Spinne. Gut, Blue Alloy, wie machen wir das? Beziehungsweise 4 Stacks, 8 kriege ich raus, das heißt einen halben Stack Blue Alloy. Das heißt 2 Stacks Elektroteilen, einen halben Stack Silber. Ja, das Dach fackelt gerade komplett ab. Ja.
Das ist das, was ich gemeint habe, aber... Soll ich schnell zurückkommen? Wäre ganz nett, weil wenn auf die Maschinen Regen draufkommt, dann war's das. Macht's einen Bumm. Oh, sag das nicht so abgefuckt. War überhaupt nicht abgefuckt gemeint gerade. Okay. Ich versuche nur gerade den Überblick zu behalten. Alter, Jenny, dann läuft er nicht in mich rein, das bringt mich weniger. Also ich weiß, wer das Dach dieses Mal reparieren wird. Du? Derjenige, der dies zu verschulden hat, dass das Dach auf einmal brennt. Ja, dann sag jetzt bitte den Creeper, der explodiert ist. Warum gehst du denn bei Blutmond raus? Ein Creeper, der explodiert, brennt nicht. Alles aus? Das war der Feuerbogenschützentyp, der dich die ganze Zeit abgeschossen hat. Ohne dass du jetzt mal was dagegen getan hattest. Nee, den hab ich schon umgenietet. Flame, ja. Ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, hä? Hier hinten brennt es, Leute, hier hinten brennt es. Und ich dann erst hingerannt bin. Ja, es kann aber nicht brennen, wenn keiner die Viecher aggressiv macht. Dann tun die gewöhnlich nichts. Okay. Wenn doch, hätten wir schon lange kein Haus mehr. So, dann okay. Geh ich weiter forschen. So, da einmal und hier. Hier kommt auch noch rein. Ja. So. Dann. So. Sieht ziemlich schick aus. Habe ich mir Mühe gegeben, das Haus. Ich gebe mir keine Mühe. Ich habe nur keinen Bock, dass mir alles um Ohren fliegt. Das ist alles. Ja, verstehe ich. So. Ja, gut, passt. Burns. Übrigens, oben ist ein Creeper drin. Ist auch rum. Jeder mag Creeper. So. Bist du? Er freut sich so sehr, dass er sogar explodiert. Tobi, was soll ich jetzt mal herstellen? Ich hab's vergessen. Dioden. Dioden. Ein Stack. Da darfst du aber auch gerne direkt mehrere machen, wenn du möchtest. Und viele gezielt Scrapbox. Ja, aber mit einer sehr geringen Chance nur leider. So. Brauchst du die wirklich? Nee, ich möchte gerne einfach nur haben, um sie anzugucken. Verstehe. So, wie viel brauche ich jetzt? Ich habe. Vier Stacks brauche ich. Acht bekommt man raus, das heißt, das sind halber Stack von den Dingern. Ja, da brauche ich definitiv noch mehr. So, dann Sodium-Persulfat. Wie muss ich das herstellen? Salz- und Chemikalreaktor. Das heißt, ich brauche zwei Stacks Salz. Haben wir noch so viel? Haben wir überhaupt irgendwo Salz? Ja, hier. Nein, das war nicht Salz, das auch nicht, das. Gut, wo muss ich das drin machen? Im Chemical Reactor, wer hätte es gedacht?
Gut, das werde ich nicht da drin machen. Und die nächste Explosion. Mach ich gleich da drin. So, das kommt da alles rüber, das auch. So, wie sieht's aus? Ich habe jetzt 19 von 32. Das reicht nicht so wirklich. So. Das läuft auch noch. Ach, ist das schön, dass die Maschinen alle so schnell sind. Ja. Ich muss jetzt warten. Ich kann gerade nichts Sinnvolles mehr machen. Juhu. Oh, ha, gleich hast du ihn gestoppt. Danke. Warte. Ich hoffe nur, dass ich mich jetzt nicht verzählt habe irgendwo. Aber so wie ich mich kenne. 15 Level gemacht die Nacht. Na gut, dann bleibe ich doch noch bei der Maschine. So, das ist da. Wobei, ein bisschen Sodium-Persulfat habe ich ja sogar noch. Ach egal, wir werden noch deutlich mehr Schaltkreise brauchen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Glaube ich nicht. Okay, das heißt, wenn wir noch welche brauchen, dann darfst du sie craften, gut. Ach, dauert das Ewigkeiten. Oh, sind doch schon bei 36 Minuten. Jetzt schon? Ja. Und ich habe nicht mal alles ansatzweise fertig. Ja, wobei, eigentlich fehlen jetzt nur noch die Dioden und dann ein bisschen Kleinkram für die Mainframes. Ich habe fast gar nichts geschafft. Ja, dann weißt du, wie ich mich fühle. Ich wollte eigentlich Quickzentrum zu holen, aber ich habe es nirgendwo gefunden. So, ich stehe seit 30 Minuten eigentlich immer auf der gleichen Stelle. Quest. So, das ganze Ding kommt dann in den Elektrolyzer, der bitte nicht auto-voidet. Ja. So. Ach, da oben haben wir Quicksand. Hydrochlorik ist. Ja, aber auch nur 37. Oh, so eine Kacke. Damals hast du 37 mitgebracht. Aber ich weiß, wo es mehr gibt. Und? Ich kann dir die Koordinaten nennen, ja. Kannst du dich importen jetzt? Nein. Das ist. Da habe ich nichts. Okay. Das ist. Moment. So, welche Richtung von unserem Haus aus? Moment. Also, du weißt, du kannst auch einfach einen Homepunkt machen und den Homepunkt teilen. Waypoint. Teilen? Ja, du kannst Teleportpunkte teilen. Also nicht die Homepunkte, sondern die Teleportpunkte. Kann ich die denn teilen? Wenn du J hast, dann die Waypoints und dann kannst du Share. Es müsste das sein. Na komm schon. Okay. Ja, das ist das. Also da danke. Ist jede Menge Treibsand. Danke. So, dann hatte ich hier noch so den Persulfat über. Gehen wir nie wieder. Warum? Wo hast du sie hingeschickt? 3000 Blöcke entfernt. Du läufst 3000 Blöcke wegen der Quest? Ich würde am ehrlichsten sein selbst gerne mal hinlaufen, weil da ist noch jede Menge Quarried Stone, was ich demnächst brauche. Eigentlich geht es. Man muss nur 1, 2, 3, 4. Man läuft nur durch 5 Biome durch bis nach da. Aber ich habe schon 100 Blöcke hinter mir. Bobby?
Ja. Kann ich weitermachen, Leute. Warum? Wo ist das blockiert? So. Oh, aber ich muss doch erst etwas anderes vorbereiten. Alles gut. Also das waren jetzt 2 von 12 Stacks, die ich brauche. Von dem brauche ich gleich auch noch mehr. Yay! Juhu! So, Capacitor habe ich bei denen, die RAM-Regel habe ich aber leider bei denen noch nicht. So, das heißt noch 9 Stacks. Jetzt muss ich nur irgendwie es schaffen, den Überblick zu behalten. Und ich habe das Gefühl, das wird nichts. Das ist schrecklich. Ja, finde ich auch. Die Sampler-Line ist im Weg. Etobi, so. 40 habe ich schon mal. 24 sind weniger, okay. Ich glaube, 8 müssten es reichen, oder? Ich brauche nur 32 von denen. Ja, gut. Ach, weiter geht's. So, was hatte ich gesagt? 9 Stacks, das heißt jetzt 8 noch. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Juhu! Dann machst du ja alles richtig. So, hier ist Flame definitiv vorbeigelaufen. Wie viel tust du da noch rein? Warum? Warum? Ich auch. Du kannst... Nee, lass bitte drinne. Also, was deine... Genau, du kannst die LV benutzen. Richtig. Ich nicht. Ja, schon. Also ich hab nur meine gerade wieder rausgeholt. Nicht, ja, okay. Da hab ich schon so ein bisschen Panik beigekriegt. Was hatte ich gesagt? Noch 7. Hoffe ich mal. Oh, oh, da war ein Problem. Ja. Bei mir, Mist. So, da brauche ich 16 Stück. Sind das wirklich RAM? Ja. 32, dann habe ich die jetzt auch fertig. Das ist alles fertig. Das wird gerade mitgemacht, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und dann brauche ich jetzt... Hä? Hey? Oh nein. Okay, das heißt, ich brauche 48 annihilated copper wire. Das heißt, 24 reinschmeißen. So. Das ist jetzt nicht gut. Wie viel habe ich jetzt gesagt, hatte ich noch? Aber wir haben immerhin mittlerweile wieder 0 Fuel. Ja, das Problem ist, dass gerade hier zu viele Maschinen laufen. Ernsthaft, was ist denn wieder das ganze Fuel? Die HV-Maschinen. Welche HV-Maschinen bitte? Der Chemical Reactor, den ich gerade ununterbrochen laufen habe. 6 Millionen EU, okay. Braucht doch nicht mehr Strom, dort sind immer noch 1,6 Millionen drin. Ja, weil wir mehr produzieren als wir verbrauchen.
Aber der Generator läuft im Endeffekt durchgehend. Nein, da ist ein Generator dran. Oh. Also, bei jedem hier ist ein Generator dran. Oh. Auch unter dem. Unter dem, ach so. Hier, auf der Seite. Ja. Bei. Die auch bald leer ist. Gott. So. Bei der Petition, Tobi, ist zu verschwenderisch. Bisschen aufhalten. Stoppt ihn. Warum bin ich zu verschwenderisch? Ich mach doch gar nichts. The Run Ring. Sorry, ich hab es gerade in der Kiste gefunden. Ich hab nichts Tut mir leid. Ich hab den letztens auch in der Kiste wieder gefunden und gedacht, nee. Egal. Der bleibt jetzt da drin. Aber wo hast du den her? Was hast du denn auf dem Zwischenweg gefunden? Hier war einfach so Altar und in der Mitte eine Kiste. Schwarz-Obsidian-Altare. Ja, mit diesen unterschiedlichen Höhen, ja. Faszinierend. Normalerweise bin ich ja wie so ein Adler da hinterher. Da seht ihr die Dinger eigentlich nie. Serious, daraufhin erstmal einen Kaffee. Nein, leck. Bitte nicht. Boah, 46 Minuten schon. Mach ich noch eine zweite Vorbereitungsfolge hinterher? Können wir machen. Weil ich bin noch 400 Blöcke entfernt, also alles easy. Da kann ich einfach nicht fertig zurück. Bist mit allem, dann mal lieber eine zweite Vorbereitungsfolge. Ja. Statt jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie was ins Rotzen. Ja, das Problem ist halt, dass dann auch noch, ja, mit deinem Treibsand. Trigger deine Quest. Das Scheißding muss auch noch. Aber muss es abgeben. Ach, das muss im Clean Room rein. Okay. Und ich muss mir nur einen Telepunkt-Port da hin machen und dann passt das. Okay, dann passt das. Alles gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, die Dinger muss ich gleich noch machen. Dann werden wir jetzt einmal einen kurzen Cut machen. Und verzweifeln. Genau. Und dann wird Flame alles fertig machen und dann haben wir gleich alles fertig. Auf wunderbar. Ja, und der hält was, ne? Ja. Das Problem ist, das Name ist Programm bei dem Ding. Das heißt, wenn ihr jetzt gleich seht, dass schon alles fertig ist, das war ich. So wie Tobi es gerade gesagt hat. Dir ist klar, dass ich meine in der Folge. Achso, Tobi macht das. Flame, du hast jetzt aber nicht Small Pile of Gallium Garsenic das genommen, oder? Nein. Und warum liegt das hier drinne? Das liegt da gerne drin. Warum? Wafer bitte benutzen. Ist ungefähr Faktor 8 effizienter. Nee, sah es nicht noch raus. Doch. Weil du kriegst zwar aus dem Rezept selber weniger raus, aber du kriegst aus der gleichen Menge Gallium Arsenic eher achtfache Menge raus. Deswegen. Aber gut, okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lass Kommentarbewertung da. Etc. Bis zum nächsten Mal. Ciao.